Wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Natürlich mit Heiko Behrendt, unserem Scalping-Experten. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Mittag begrüßen. Ich bin mal gespannt, was der Markt heute bringt. Ich hoffe, der Heiko kann daraus gut was machen. Von daher springen wir mal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Auch dieses Webinar ist natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Also bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Heiko gleich zeigen sollte, handeln sollte oder eventuell erklären sollte. Von daher, am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Ja, das ist wichtig von unserer Seite zu sagen. Von daher würde ich sagen, Heiko, ich gebe dir einmal die Bildschirmübertragungsrechte. Zack, zack, zack. Und dann kannst du jetzt Vollgas geben. Wenn irgendwas ist, ich bin da. Jawohl, vielen Dank, Oliver. Ach, was sage ich schon, Florian, Das Mensch. war, das habe ich auch noch nie gehabt. Alles gut. Nee, man ist, Männer sind nicht multitaskfähig und ich habe hier gerade auf meinen Schreibtisch geguckt und da habe ich einen Namen notiert und jetzt dreimal darfst du raten, was da für ein Name steht, Perfekt. von jemandem, mit dem ich heute telefoniert habe. Alles gut, Nämlich alles Oliver heißt. So. Ja, so ist es dann, wenn man auf ein Blatt Papier guckt und das liest und auch noch laut ausspricht. Gut. Gut. Kleiner Fauxpas gleich am Anfang. Ja, herzlich willkommen auch da draußen an dem Bildschirm. Schön, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Und ich habe heute gar keinen Ausbildungsanteil mit dabei, denn ich sage jetzt mal rein von der Technik her, wie ich den Nasdaq handle, ist in den letzten Webinaren eigentlich so ziemlich alles erzählt, dass ich auf Kerzen schaue, wie deren Eröffnung und Schlusskurse sind. Dann das Überschreiten, Unterschreiten von Kerzen, dass man das als Entry nutzen kann oder auch, dass man die erste Kerze einer neuen 5-Minuten-Kerze nutzen kann als Impulskerze. Sowas haben wir heute auch relativ oft gesehen. Nur mal als Beispiel, wenn wir uns hier das anschauen. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen oder werde ich noch mal ein bisschen was zu der Auf erzählen zum Aufbau meines Trading Screens. Kommen auch mal wieder Fragen. Ihr habt ja die Möglichkeit, im Chat aktiv daran teilzunehmen und auch das Webinar zu gestalten. Und ja, könnt das da auch gerne tun und dann kann ich auch gerne auf Fragen eingehen, vor allem im kurzfristigen Bereich, ja, was euch interessiert und ja, oder auch zum Thema Future Handel mit FX Flat entsprechend könnt ihr mir auch entsprechende Fragen stellen. Gut, dann nochmal hier dargestellt, wie der Nasdaq Future ist das hier im Bild gelaufen ist und ihr seht hier bei der Order, dass der Markt hier in der ersten Minute einer 5-Minuten-Kerze teilweise gar nicht tiefer gekommen ist, ja, bei den markierten Kerzen direkt mit Beginn neuer 5-Minuten-Kerze war man nur minimal im Verlust und dann ging der Markt halt direkt halt weiter und das halt über 5. Die Kerze hat jetzt hier nicht gepasst, weil mir hier den Long geklickt hätte, kommt drauf an, wo denn der Stop-Loss halt wäre. Vielleicht wäre man jetzt nicht ausgestoppt. Ja, und danach ging es dann halt deutlich nach oben. Genau. Ja, das kann man ja als eine Möglichkeit nutzen. Wie gesagt, man kann das auch mit dem Scalping-Agent nutzen. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei entsprechender Software, vor allem mit GoToWebinar, warum auch immer, habe ich des Öfteren Probleme, dass mein MetaTrader, egal welchen ich nutze und bei welchem Broker ich Webinare mache, also es ist, hat irgendwas mit der Software zu tun. Ich habe jetzt ja auch schon einen Techniker drüber schauen lassen und ich habe auch GoToWebinar schon angeschrieben und so weiter. Es tritt auch nur vereinzelt ja auf. Aber es kommt immer wieder vor, dass hier bei mir alles zusammenklappt. Ich hoffe, diesmal hält alles. Und ja, ansonsten im Allgemeinen habe ich keine Probleme beim Handeln, egal mit dem MetaTrader. Ja.
Das läuft sonst alles relativ rund. Genau. Dann eine weitere Methode, die ich des Öfteren nutze, wäre jetzt hier. Ich bin jetzt mal long gegangen mit einem Kontrakt im Future. Das hier ist so ein Box-Setup, was wir gerade haben. Mal gucken, wie weit der Markt hier hochkommt. Und wenn nicht, dann wären wir halt hier gleich ausgestoppt. Das ist eine Möglichkeit für einen Long Trade. In der Range funktionieren diese Box-Setups eigentlich relativ gut, muss man sagen. Und wir haben jetzt zwar noch nicht einen Hauptmarkt offen, aber jetzt ist ja schon nach 15 Uhr, da kann das schon sein, dass das hier ganz gut läuft. Ja, jetzt gucken wir mal, wie weit das hier nach oben läuft. Im Mikro-Future, den ich hier handle, vom Nasdaq ist es so, ein Punkt sind $2 plus und minus. Hinzu kommt dann noch Ordergebühren. Vorteil ist halt, der Spread ist hier relativ gering mit 0,25 Punkte mal 0,75, 0,25. Ja. Und wie gesagt, wir lassen uns ansonsten dann hier unten ausstoppen. So. Genau. Ja, damit kann man auch mit relativ kleinen Konten eigentlich auch hier relativ gut handeln. Man umgeht halt mit dem Handel im Future die Hebelbeschränkung von 1 zu 30 kann man hier umgehen, weil die Margin-Anforderungen, die man hier für das entspricht, also ein Kontrakt entspricht 2 CFDs, ja, die kann man hier entsprechend umgehen und kann halt unter Umständen, wenn man das möchte, mit einem höheren Hebel handeln oder mit mehr. Oder mit weniger Kapital mehr hebeln. Ja. Oder braucht halt nur weniger Kapital, um die gleiche Summe zu bewegen auf dem Account. Ja, das sind jetzt, glaube ich, hier $160 an Sicherheit, die ich hier hinterlegen muss. Ja, und genau. Da geht jetzt der erste Trade vielleicht gleich in die Binsen. 60,5. Ja, muss den hier liegen lassen. Gut, also Box-Setup, das Short-Box-Setup zum Einstieg, das wäre jetzt hier besser aufgegangen. Ja. Das hier war jetzt kein ganz so gutes erste Mal ausgestoppt. Also kommen wir nochmal kurz zu dem Box-Setup. Das auf der Short-Seite wäre hier war ein Short-Setup. Das hat hier ein bisschen besser jetzt gefruchtet. Das wäre aufgegangen oder durchgelaufen. Das Box-Setup Long ist jetzt kein hundertprozentiges gutes Setup gewesen, weil die Kehrtseite im Idealfall weiß schließen sollen, muss jetzt nicht zwingend. Und ja, innerhalb der Trading Range kommt es halt dann auch immer mal vor, oder sollte es im besten Falle wieder hier hochgehen. Das wäre jetzt die Idee gewesen. Wir sind natürlich jetzt relativ weit oben. Hier oben Long Trades, ja, sind schon auch ein bisschen problematisch. Kommen wir jetzt gleich darauf, wenn wir so ein bisschen die Analyse machen. Also das Shortbox Setup, was ich jetzt hier nicht gehandelt habe, wäre aufgegangen. Das Longbox Setup, was ich jetzt hier gehandelt habe, ist halt nicht aufgegangen. Genau. Jetzt gucken wir mal hier, ob die Range halt eventuell jetzt hier auch mal gebrochen wird, die wir jetzt hier die ganze Zeit halten. Ja, wäre jetzt hier auch ganz normal. Im Hintergrund das Klingen nicht verwirren lassen. Das ist immer 10 Sekunden vor Ende der 5-Minuten-Kerze. Macht das immer so Kling. Damit weiß ich einfach, brauche ich halt nicht immer auf die Uhr gucken. Ja. So. Gut, also dass wir hier ausgestoppt worden sind, ist soweit okay. Jetzt mal gucken, vielleicht gibt es jetzt sogar noch ein zweites Box-Setup. Was jetzt nach dem Bruch der Range sogar noch ein bisschen passender wäre, wenn wir wieder in die Range halt reinhandeln, wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen passender. Können wir ja auch nochmal probieren. Genau. Dann würde ich nochmal dann auf die Analyse heute eingehen, wieso der Markt gerade dasteht. Und dann können wir ja mal gucken, was es hier zur Handelsöffnung gibt. So, wenn die Kerze jetzt, die 1-Minuten-Kerze hier zu lang wird, dann gibt es hier kein Trade. Weil dann zum, ja, so ein richtig schönes Box-Setup ist es nicht, weil hier eine zu lange Dochte ist eigentlich. Ja, also ich lasse den mal weg. Vielleicht ist es jetzt genau zufällig so, dass genau der jetzt trifft. Wir werden es gleich sehen. Also ich mache den jetzt hier nicht, den Trade, wäre aber jetzt hier drüber ein Box-Setup mit Ziel hochletzter 5-Minuten-Kerze. Ja.
Okay, jo. Also von den vielleicht nochmal zusammengefasst, jetzt habe ich hier gerade live gehandelt plus ne, plus das nebenher erklärt. Also wir gehen nochmal kurz durch vom Setting her, was man jetzt, was in den letzten Webinaren der Fall war, also wie man handeln kann, also Möglichkeit 1 oder auf was ich gucke im Nasdaq-Handel, Möglichkeit 1 ist, wir haben eine 5-Minuten-Kerze. Ich mache mir hier so eine 5-Minuten-Kerze. Und mit neuer 5-Minuten-Kerze sagt man in der ersten Minute als Impulskerze. Das heißt, man handelt hier zum Beginn. Ich schreibe mal nur Impuls, ja, Impuls Long in dem Falle. Funktioniert halt, wenn Orders laufen. Gestern war es ja auch massiv, die Order, die gestern gelaufen ist im Nasdaq. Können wir uns dann gleich nochmal anschauen, dass man hier eventuell mit dem Skype-Agent Long geht. Das ist halt eine Möglichkeit. Ja. Die Kontramöglichkeit, vor allem in einem Range-Markt, also das hier ist eher so trendmäßig, ne? Also Trend und wie gesagt Impuls oder Momentum. Zweite Möglichkeit wäre dann, dass man genau das Kontra handelt, nämlich das Box-Setup. Machen wir hier auch eine grüne 5-Minuten-Kerze. Box-Setup. Ups. Wollen wir das? So. Das heißt, die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze sollte rot sein. So. Ja. Schreibe ich hier mal eine 1 rein. Na, für die 1 Minute. Und dann wäre das ein Short Trade, also das hier. Ein Long Trade und das hier ein Short Trade. So. Und das wäre hier das Box Setup. Box. Dann eine weitere Möglichkeit ist es ganz klassisch, funktioniert im Nasdaq eigentlich auch ganz gut. Mache ich mal ein bisschen dicker das Ganze. Im M1, letzte Farbe hier. Ich mache jetzt ohne die Striche. Das heißt, wenn wir hier einen Rücksetzer haben, so, und dann haben wir dazu noch einen EMA laufen, EMA 30. Dass man hier dann auch die Longs sucht am EMA 30. Genau, das, erste Minute, genau. Und dann noch, was wir auch besprochen haben, hier im Webinar schon vor einiger Zeit, sind, kann man hier auch machen, dass man als Ziele Kerze ohne Docht und Lunte, Lunte, dass man an denen eine Reaktion handelt. Also eine typische Reaktion wäre, der Markt läuft hier hin und dann wieder weg. Ja. Genau, eigentlich viel mehr zur Auswahl habe ich hier gar nicht und ich denke, es sind eigentlich genug Sachen. Ich habe zwar mittlerweile noch ein paar neue Sachen, aber die sind ein bisschen komplexer zu erklären. Und ja, aber das sind jetzt so, was wir jetzt hier in den Webinaren in den letzten Webinaren oder auch was ich in den letzten Webinaren geguckt habe, wenn ich hier die Präsentation durchgehe, dann, ja, dann ist davon überall was dabei. Die Impulskerzen, genau. Genau. Was haben wir hier noch?
Das war es eigentlich. Wichtig vielleicht, also neben dem Box-Setup gibt es auch noch durchaus Verläufe im Nasdaq, wenn die Kerzen so 5 Minuten Kerzen so 50, 60, 70 Punkte lang sind, dass man hier einfach schaut und wenn das halt vorkommt, dass die Kerzen stetig überlappend sind, muss es jetzt nicht in der ersten Minute so aussehen, kann es auch in der zweiten oder dritten Minute so aussehen. Funktioniert auch relativ gut, wenn man das erkennt. Dieses Über- oder Unterlappen, also Überlappen in der Kerze und dann die Gegenrichtung. Ja. Genau, was davon heute vorkommt, werden wir mal schauen. Und ich sehe gerade hier mein Box-Setup wäre eh nicht getriggert worden, also von daher passt das ganz gut. Ich habe hier noch so Preisbereiche eingezeichnet. Wie gesagt, das sind so errechnete Preisbereiche, Reaktionsbereiche, wo ich hier im Markt Reaktionen erwarte. Ja, dann nochmal kurz. Wir haben jetzt noch 15 Minuten bis zum Opening. Bis zum Opening und da schauen wir uns nochmal an, wie mein Bildschirm hier aufgebaut ist. Ganz, ganz rechts, das seht ihr nicht. Das ist jetzt nicht der, was ich jetzt gelb eingerahmt habe. Das ist jetzt nichts, was mit MetaTrader zu tun hat. Ja. Ist so ein Trading Dome, nennt sich das, oder Death of Market. Nutze ich halt ab und zu, wenn ich sehe, dass der Markt sehr schnell ist oder gewisse Levels übersprungen werden und dann schaue ich da drauf. Ja, sollte sich da was ergeben, dann aus diesem Teil heraus. Ja, oder ich sehe, was ich. Eine große Order von 200, 300 Kontrakten, die da gefüllt wird, ja, dann nutze ich das halt. Ja. Genau. Also dafür ist das halt da. Und ansonsten seht ihr hier im Chart oben rechts den Tageschart vom Nasdaq. Und hier im Tageschart sehen wir eigentlich schon ganz gut, wo der Nasdaq jetzt per gestern oder heute auch vorbörslich rangekommen ist. Und zwar haben wir ja gestern noch nachbörslich Zahlen von Netflix bekommen. Dadurch ist im Tageschart dieser lange Docht entstanden. Der wurde bis jetzt in der Vorbörse aufgekauft. Und wir kommen jetzt hier an diese Tagestiefs ran. Und sind zugleich an diesen Tageshochs, von wo aus der Markt, der jetzt schon mehrfach rangelaufen ist und wieder gefallen ist, hier rangelaufen und dann deutlich gefallen ist. Also von daher müssen wir jetzt mal gucken, wie der Markt sich hier oben in diesem Widerstandsbereich um 14.300 im Nasdaq Future verhält und ob er diesen Widerstandsbereich hier knacken kann. Ja. Das wird jetzt interessant werden oder ob der Widerstandsbereich ein Widerstandsbereich bleibt. Deswegen wären jetzt hier oben, wie gesagt, die Short Trades, die Long Trades vielleicht nicht ganz so klug. Dennoch kann es ja sein, dass diese Range auch, also wie gesagt, ist ein ganz normaler Ausstopp, ist jetzt auch nicht dramatisch, wie gesagt, 15 Euro oder so. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ja. Wenn er aufgeht, sind es halt 25, 30 oder mehr halt plus. So. CRV bis zum Hoch hat ja auch gepasst. Gut, ja, also das wird für mich ja heute hier entscheidend werden, wie der Nasdaq da oben sich verhält und auch mit dieser starken Vorbörse, was da nun für heute passiert. Ja, wir haben ja jetzt wirklich eine starke Trendbewegung seit 11 Uhr hier gesehen in dem Widerstandsbereich. Und also vom Tageschart her sind wir meines Erachtens nach oben. Das heißt, ich werde im Sinne dieses Charts eher nicht wirklich auf wahrscheinlich nicht wirklich auf der Long-Seite sein, außer wir gehen halt relativ schnell über die 14.320 drüber und versuchen dann hier die letzte Außenkerze, also die davorliegende Außenkerze, rauszunehmen Richtung 14.380. Ich meine, dass der Markt aus dem Stand heraus 300 Punkte steigen kann, hat ja der Nasdaq gestern gezeigt. Genau, also das ist für mich im Tageschart halt wichtig, um einfach eine Verordnung zu haben, wo stehen wir denn? Ja. Darunter ist aktuell sind zwei Charts zu sehen. Das ist einmal auch wieder der Nasdaq im 5 Minuten und Stundenchart hier.
Man kann das aber auch, ich switch das auch gerne dann mal um Richtung 15 Minuten und Stunde. Ja. Prinzipiell möchte ich hier wissen, wie die Stunde halt steht, und das sieht man jetzt vielleicht jetzt nicht ganz so viel. Ich habe jetzt hier diese Tageshochs und Tiefs aus dem Tageschart heraus, die sich hier ergeben. Da habe ich jetzt hier oben im Tageschart keine Linien drin. Diese Linien von den Tagestiefs und Tageshochs, die findet ihr hier unten in dem Chart drin. Also in diesem Fenster sind jetzt die ganzen Hoch- und Tiefs, die genau dort in der Region sind, markiert, und auch hier im linken Bild, wo ihr den 1- und 5-Minuten-Chart findet. Ja, da und aus dem heraus sich dann auch handle, da drinne sieht man jetzt auch diese Tageshochs und Tagestiefs sind genau die gleichen Marken. Ja, wie gesagt, das sieht man hier. Genau. Gut, auch hier zwei Charts, und zwar ist das mit dem X-Frame gemacht. Wer es nicht kennt, das X-Frame, könnt ihr euch unter Einstellungen im StereoTrader installieren, das Ganze. Und der ist kostenfrei, der hat der Dirk Hilger, hat das mal für mich geschrieben. Ja, also hier dann drauf gehen und dann ist der Trader Quatsch, Installationsmanager, wollte ich gerade sagen, Installationsmanager, den ausführen und da dann das X-Frame hier installieren, und dann habt ihr das Ganze, findet sich dann unter StereoTrader und Indikatoren das Ganze. Ja. Genau. Ja, und ansonsten eine Bedienung, ja, ganz klassisch über den StereoTrader halt. Da gibt es jetzt weiter, denke ich mal, nichts zu sagen. Wer den StereoTrader nicht kennt, kann auch entsprechende Fragen stellen. Wie gesagt, ist eine Erweiterung, um halt überhaupt ja schnell und auch relativ einfach im MetaTrader zu handeln. Genau. Dann, was wir hier gerade analytisch sehen, wir können ja mal kurz hier noch eingehen. Und zwar, wir haben aktuell jetzt kurz vor Handelsstart konsolidiert der DAX, der DAX sage ich schon, der Nasdaq innerhalb dieser 1-5-Minuten-Kerze, was durchaus für den Markt auch typisch ist. Wer sich mal anschaut, wie auch die vorhergehenden Aufwärtsbewegung war, dass wir teilweise nur Konsolidierung innerhalb von langen Außencandles, sei es im 5-Minuten-Chart oder etwas höher, sehen. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt die, mal gucken, wie die Kasse reinkommt, denn der Schlusskurs per gestern war ja doch eine Ecke tiefer. Ja, bei 14.095, also hier unten. Und da kann es natürlich immer mal sein, dass der Nasdaq vielleicht auch vorher nochmal die ganze Vorbörse rückabwickelt, Richtung 14.095 runterfällt und dann erst wieder anfängt zu steigen. Wenn es richtig stark ist, ja, dann sehen wir hier vielleicht auch von hier aus direkt nochmal Powerplay auf der Oberseite. So, okay. Dann können wir uns hier nochmal, oder ich mache mir hier den Chart groß, den Nasdaq. Können wir uns hier nochmal kurz anschauen, wie jetzt der Markt seit gestern gelaufen ist. Ja, und da sehen wir hier, warum will es nicht hören? So, da sehen wir hier per gestern im 5-Minuten-Chart die wahnsinnige Bewegung auf der Oberseite. Ich hatte es gestern mal gezählt, ich glaube 14 oder 15 Kerzen in Folge. Mit einem höheren Tief im 5-Minuten-Chart. Hier wurde das erste Mal unterschritten an der Stelle. Ansonsten ging es hier erstmal nur über eine Stunde am Stück, von hier aus gesehen, nur nach oben. Ja. War schon echt mördermäßig. Ich war irgendwo hier unten, glaube ich, mal long gewesen gestern. Ja, und naja, auf 10 Punkte oder so, glaube ich, war es gewesen. Naja. Wie es manchmal so ist, wenn man nicht davon ausgeht, dass jetzt so ein Widerstandsbereich halt dann direkt halt gebrochen wird. Ne? Genau. Und danach war dann eher Zugucken angesagt, und ja, ich glaube, ich habe gestern gar keinen weiteren Trade da gemacht. Waren, ich meine, der eine Trade waren jetzt, weiß nicht, 64, 65 Dollar oder so, Euro meine ich. Ja, genau. Dann
Dann diese ganze Vorbörse. Wie gesagt, ich bin jetzt halt gespannt, was passiert mit diesem letzten Anstieg, mit dieser letzten Stunde. Sehen wir, dass der Markt das jetzt mit der neuen, also mit Beginn des Starts wirklich nochmal das so ansetzt, dass wir hier nochmal direkt von diesem, unter diesem Tief heraus nochmal eine weitere Kerze sehen, die dann im Stundenchart irgendwie hier so ausschaut. Ja. Und da dann halt versuchen, diesen Widerstandsbereich, der jetzt aktuell für mich bis 14.316,5, wie gesagt, im Nasdaq Future geht, es kann sein, der US Tech, ne, der dürfte halt ein bisschen woanders stehen, meistens so 10 Punkte oder so, vielleicht Unterschied. Oder halt erst der Abverkauf. Also ich bin gespannt, was jetzt nach diesen 2 Tagen und, ja, wenn man so will, ja, 400 70 Punkten Anstieg seit gestrigen Tagestief, was da heute passiert. Ja, das lassen wir uns mal überraschen. Vom Handelsplan her, also wie gesagt, rein vom Tageschart her ist das hier oben und vor allem diese 14.316 für mich erstmal Widerstand. Und da muss der Markt erstmal zeigen, ob er jetzt dort weg will oder halt drüber will oder wie auch immer er oder was er überhaupt mit der Vorbörse hier anfängt. Ja. Also, jetzt hakt es hier schon wieder. Haben wir schon was an den Salat. Geht schon wieder los. Was hier? So, die erste 5-Minuten-Kerze handle ich definitiv nicht. Und wenn die halt 100 Punkte nach oben geht, ich handle sie nicht. Das beste Beispiel für mich ist da einfach wieder der gestrige Tag gewesen. Wir können mal hier nochmal auf den gestrigen Tag draufgehen. Jetzt mal gucken, ob ich das hier gegriffen kriege. Ich weiß nicht, das Fibo, das hängt hier drinnen und ich kriege das hier nicht mehr weg. Naja, also wir schauen uns mal kurz die gestrige Eröffnung an. Und hier sehen wir, was für ein Geballer hier der Markt hier hingelegt hat. Das sind hier geht's los, 15:30 Uhr oder 16:30 Uhr bei FX Flat. Also, das waren hier irgendwie 60 Punkte hoch, dann wieder 90 Punkte runter und dann wieder halt hoch. Das wäre hier gestern ein perfektes Box-Setup gewesen. Das kann man dann auch schon handeln, wenn man das möchte. Ja, Stop-Loss hier 30 Punkte, Target 53 Punkte, CRV 2 zu 1. Ja, wenn man das handelt. Aber ich selber habe hier in der Phase gar nicht gehandelt. Ich glaube, hier habe ich gehandelt, hier. Von hier bis dahin. Das war mein Trade gestern. Ja, nachdem die Außenkerze hier im 5-Minuten-Chart gehalten hat. I think. Da oben habe ich nochmal Long gehabt. Jo. Genau. Jo. 55. Jo. Doch ein bisschen früh. Ich dachte, ich war ein bisschen weiter oben, später drin. Aber gut, naja. Da oben nochmal ein. Das war ein Long Trade mit dem Scalp Agent, habe ich den gehandelt. Leider, eigentlich bin ich hier eigentlich in der Kerze danach, hat er jetzt nicht richtig angezeigt. Leider ein bisschen doof ausgestoppt. Wäre natürlich schön gewesen, hier direkt ein bisschen höher zu kommen. Ja. Genau, also das war einer mit dem Scalp Agent gemacht. Naja, sonst war weiter, ihr seht ja keine Trades. Hier hatte ich jetzt nochmal einen Fehltrade eigentlich vorhin gehabt. Und zwar bin ich eigentlich gewohnt, es muss ich mir wahrscheinlich hier auch mal umstellen, eigentlich gewohnt, genau andersrum zu handeln. Also ich habe hier instinktiv auf der linken Seite geklickt und ich habe, ist mir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, sonst auf der Seite eher die Sell-Seite. Ich wollte eigentlich short gehen. Und wo ist denn der Trade? Genau, also eigentlich wollte ich hier oben short gehen und bin dann long gegangen und ja, bin aber trotzdem hier mit, naja, kleinen Plus hier rausgekommen.
Der Short Trade wäre gewesen, es waren hier drei Kontrakte, glaube ich, wäre gewesen, weil der Markt hier so ein Squeeze, so ein Sweep nennt man das, gemacht hat. Ja, hier 100 Kontrakte. Genau. Ja, dann hier noch der Ausstopper. Ja. Genau. Naja. So. Und damit das hier nicht so voll wird, das Bild, lassen wir das mal hier weg. Gut, also wie gesagt, die erste 5 Minuten Kerze handle ich jetzt nicht wirklich. Also ihr seht ja, wie schnell das hier geht. Teilweise kommt man hier nicht hinterher. Also wer so eine Eröffnung gerne handeln möchte und wer da drauf steht, der kann das ja handeln. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Aber jetzt fürs Webinar bin ich definitiv zu langsam und ich habe jetzt auch, das sind jetzt hier schon wieder 30, 40 Punkte Risiko mindestens, die ich hier eingehen muss. Und das will ich nicht. Ne? Also wie gesagt, die erste 5 Minuten lasse ich das Ganze hier mal so an mir vorbeiziehen, vor allem mal gucken, wie jetzt die Netflix, die habe ich hier gar nicht auf dem Schirm, die Netflix. Bei den Aktien, oder? Ach Quatsch, die will ich schon gar nicht. So. Netflix, Nvidia, Cisco, PayPal. Ja, ich meine, die Netflix wird ja heute einiges ausmachen. Also ich habe immer noch, und das könnt ihr ja auch machen, bei FX Flat hier die Einzelaktien offen. Aus dem einfachen Grunde, wenn halt wir bei gewissen Aktien halt wirklich Orders haben, so wie auch gestern, die unterschiedlich stark durchrotieren, dann ist es sicherlich immer interessant zu sehen, ob jetzt der Future eher Dominanz ist oder die Kasse. Deswegen habe ich das hier immer mit offen, und wenn dann so ein bisschen das Bild sich so ergibt, dann sieht man dann auch, okay, ja, alle Werte fallen, nur zwei Werte steigen. Was ich gestern zum Beispiel, Tesla war gestern halt so ein Monster wieder gewesen. Ja, wenn man das sich dann anguckt, die haben dann den ersten Sprung gemacht und dann hier der zweite Sprung dann ab 16:30, wo der Nasdaq nochmal weitergelaufen ist, kam dann halt zum Großteil von der Tesla-Aktie. Andere Werte haben das eher gar nicht noch mal so einen Sprung hingelegt. Ja, und das ist dann halt schon auch immer mal interessant. Also zumindest für mich. Ja. Geht jetzt nicht darum, dass ich anfange, jede Aktie einzeln zu bewerten, ja, sondern nur, dass ich jetzt so ein bisschen Gefühl kriege, ob der Gesamtmarkt das mitmacht oder ob es nur an einer Aktie hängt. Ja. Manchmal ist es ja auch so gewesen, dass zum Beispiel nur die Apple-Aktie gestiegen ist, der Rest ist seitwärts gelaufen. Und da ist dann schon so, dass ich dann sage, gut, wenn die Apple-Aktie mal durch ist mit der Kauforder, ja, und die mit ihren 10 oder 12% Gewichtung oder 11% Gewichtung, wenn die dann aufhören und der Rest sowieso nicht, schon nicht mitgestiegen ist, dann ist vielleicht der Drop auf der Unterseite dann etwas schneller, und deswegen kann ich dann eher die Shortseite handeln. Ja, wie gesagt, der Dow hier geht erstmal Vollgas nach oben. Und also das Level 2 als solches kann man sich auch hier anmachen. Dadurch, dass das hier aber der Mikro-Future ist, habe ich das Level 2 hier nicht an. In letzter Zeit hat es auch nicht funktioniert. Okay, kurz gucken. Oh, mal gucken. Naja, doch, jetzt geht's. Ja. Aber das Level 2 halt im Mikro ist jetzt nicht ganz interessant. So die ersten Bereiche hier. Also das war jetzt mal eine Kerze, 5-Minuten-Chart hier runter, 66 Punkte. Wir kommen in die Bereiche rein hier. Mal gucken, ob der blaue Bereich, ja, das habe ich verpasst. Ganz normal. Ah, das wäre natürlich jetzt, wäre zumindest mal durchaus wert gewesen. Mal sehen. Also Idee ist es, wenn der Markt hier diesen Bereich hier verteidigt und gut handelt, dieses Zwischenhoch, dass wir an diesem Zwischenhoch hier eher die Long-Seite nochmal suchen sollten. Oh Mann, ey, was sind das wieder? Ja, 20, also 20, 23 oder mehr Punkte in der Minute. Und das heißt also mal mindestens, oh, das ist natürlich schon heftig. Also ich wäre auf alle Fälle, wenn ich den Trade genommen hätte, wäre der im Rücklauf eh schon wieder draußen gewesen. Also da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass jetzt hier stark im Minus wäre. Ja, also wenn die Kerze jetzt so schließt, dann ist es nicht meins, aber
So, also wie gesagt, die 1-Minuten-Kerze hier, ja, 35 Punkte, das heißt für einen Kontrakt $70 ungefähr Risiko, den man hier einrechnen muss. So, hier haut es doch die ein oder andere Aktie ziemlich nach unten. Ja, also da sieht man oben rechts im Tagesschart, sieht man, wie jetzt der Markt sich mehr und mehr vom Widerstandsbereich aus wegbewegt. Wir sind unter dem Tageshoch von gestern aktuell. Ja. Mal gucken, was da so los ist. Also die meisten Trades, wie gesagt, 10, 15 Minuten warte ich oftmals, bevor ich jetzt aktuell in den Trade eingehe. So jetzt, worauf ich jetzt mal achte, ist, sehen wir jetzt eher weiterhin fallende Kurse, so wie jetzt in der letzten Minuten, in den letzten Minuten, so dass man hier schauen kann, so ob der Markt jetzt im 1-Minuten-Chart die fallenden Hochs weiter bestätigt oder ob wir denn sowas hier sehen. Das wäre dann für die Short-Seite auch relativ interessant hier, dass der Markt das hoch rausnimmt, denn sobald er wieder runterkommt, dass man da auch guckt, ob man da einen Short eventuell trifft. So. Also hier geben einige doch deutlich ab. Die PayPal ist schon zum, also das ist jetzt wieder so ein Bild, was halt wieder ja, sehr differenziert zu betrachten ist. Und das wird, werden wir jetzt vielleicht auch dann später sehen, wird dazu führen, dass der Markt sehr volatil hin und her knallt. Und zwar nur mal kurz die Betrachtungsweise hier. Was dann einfach diese Volatilität auch deutlich zeigen wird, zumindest für den Nasdaq. Der Dow hat ja nun mal andere Werte, der geht einfach schon nur stracks nach oben. Aber damit man es mal einordnen kann, die Apple-Aktie ist am Tageshoch von gestern, die PayPal-Aktie hier ist unter dem Tagestief von gestern schon drunter und die Cisco ist deutlich über dem Tageshoch. Das ihr seht jetzt hier schon allein an diesen drei Werten, dass wir total unterschiedliche zum Vortag gesehen oder auch in Bezug auf den Nasdaq gesehen unterschiedliche Abweichungen haben. Ja, also der Nasdaq ist ja am Tageshoch von gestern, also der Nasdaq als Index ist am Tageshoch von gestern. Ja, und wie gesagt, die Apple ist auch am Tageshoch, also die ist gleich, läuft gleich wie der Index. Aber die Cisco hingegen ist halt schon einiges über dem Tageshoch von gestern und dagegen die PayPal ist unter dem Tagestief und damit merkt man jetzt schon, könnte eher ja auch volatil seitwärts hin und her geballert geben. Ja, das ist so zum Beispiel so ein Indiz, was sich aktuell daraus ergibt. Runter, was müsste für runter passieren? Ja, da müssten natürlich dann die Werte, die jetzt fallen, richtig schön weiterfallen oder die, die steigen, müssten aufhören zu steigen. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel eher so ein Indikator für mich, wo ich sage, ich würde jetzt aus diesem heraus, im Nasdaq zumindest, keine wirklich starke Trendbewegung erwarten. Ja. Also, was meine ich damit, so eine Trendbewegung wie gestern? Im Dow, wo ganz andere Werte drin sind, ja, da geht es halt deutlich nach oben. Wie gesagt, die Microsoft ist ja im Dow mit vertreten, aber jetzt auch kein Schwergewicht mit $288. Da sind andere Werte wie United Health halt wesentlich. Ja, wesentlich schwerer sozusagen. Ja. Gut, dennoch, ja, hier haben wir jetzt das Hoch der letzten Minute rausgenommen. Die nächsten Minuten sind weiter nach unten gefallen. Jetzt können wir mal gucken, ob hier eventuell dieses Level hier hält. Das wäre jetzt das letzte Level von dreien und mal gucken, ob das hält. Wie gesagt, ist jetzt so ein errechnetes Level. So, ich habe jetzt mal hier. Mal gucken, ob das hält.
Jens schön nervös, das Ding hier. Dann komm einmal Schnipsi hoch. Ach, schade. Ganz schön Druck auf dem Kessel drauf. Ich muss hier das nochmal nehmen. Jetzt haben wir hier unten so ein Sweep, nennt sich das, gesehen. Mal gucken. Nö, ja. Also die Facebook gibt hier ordentlich Gas auf der Unterseite. Ja, da warte ich jetzt mal noch ab. Also ein bisschen Unterstützung hätte ich hier durchaus erwartet. Markt, aber es sieht jetzt durchaus nach der Rückabwicklung aus. Wie gesagt, bei der 95 ist das Gap geschlossen. Da könnte ich dann vielleicht doch mal, oder da würde ich dann noch mal eher erwarten, dass der Markt dort reagiert. An so einem Gap Close reagiert er eigentlich ganz gut. Vielleicht wickeln wir das auch noch bis dahin jetzt ab. Also von den Bereichen aus, entweder nutze ich das als Ziel, wäre jetzt in dem Fall dann besser gewesen, oder als Entry. Aber auch gestern war doch so, dass der Markt halt die Bereiche halt wenig respektiert hat. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch hier eine ziemliche Verkaufsorder bei Facebook drin. Gut, also da stelle ich mich jetzt nicht dagegen. Also, das sollen Sie mal schön machen. Also vielleicht sehen wir hier mal so eine kurze Unterstützung, die man dann nutzen kann. So, hier war gerade nochmal ein Level, was wir gekauft haben. Mal gucken, was die neue Minute sagt. So, das wäre jetzt. Mal gucken, ob wir hier das Box-Setup jetzt kriegen. Ja, wie gesagt, geht relativ fix jetzt hier bei, ja, 23 Punkten in der Minute, die hier mehrfach auch jetzt hin und her abgewickelt werden. Da lasse ich jetzt, also ist halt schwer jetzt in dem laufenden Impuls. Also manchmal hat man das Glück, dass die Kerze so lang wird, dass man halt den Stop ordentlich nachziehen kann. Ja, aber hier ist jetzt doch schon. Da lassen wir jetzt mal gucken. Da warte ich jetzt mal weiter ab, wie der Markt hier.
ja, jetzt doch nach unten dreht. Also ich hau jetzt hier den Short nicht nochmal rein. Warum nicht? Aus dem einfachen Grunde, klar, das kann jetzt genauso laufen wie auch gestern mit dem Anstieg. Das Problem ist halt, wenn der Rücksetzer kommt, ich muss den Rücksetzer, ich muss ja den Stop-Loss hier irgendwo hinlegen und es macht ist für mich jetzt einfacher zu sagen, ich versuche hier das Tief zu greifen mit einem Stop hier, wo jetzt aktuell in der Kasse noch nicht gehandelt wurde. Klar ist, wenn der Markt weiter fällt, dann werde ich zwar hier ausgestoppt. Problem ist aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt den Short hier nehme und ich wäre jetzt genau am Ende der Bewegung, was ich ja jetzt nicht weiß, aber ich muss ja trotzdem meinen Stop irgendwo hinlegen. So, und der Markt geht nur allein über das Hoch der letzten Minute oder der letzten beiden Minuten oder der letzten 3 Minuten. Und wenn ich den Stop über das Hoch der 5-Minuten-Kerze hinlege, dann sind das hier irgendwie schon 60 Punkte. So, und 60 Punkte möchte ich jetzt als Stop-Loss einfach nicht haben. Und dass der Nasdaq vom Charakter her auch 60 Punkte am Stück steigen kann, das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und wenn dieser Verkaufsorder durch ist, sieht jetzt noch nicht danach aus, dann habe ich halt das Problem, dann habe ich das Problem, dass ich ja, dass ich dann den Stop-Loss sehr weit weglegen muss und muss halt dann darauf setzen, dass der Markt nochmal 60 Punkte weiter fällt. So, und das ist halt jetzt die Überlegung, macht man das oder macht man das nicht? Ja. So, und deswegen hier eher der Versuch gewesen, an diesen Bereichen, wo der Markt sich orientiert oder orientieren sollte, die Long-Seite zu suchen. Ja. Genau. So. Also jetzt hier unten sieht man zumindest die letzten paar Minuten, dass der Markt hier, dass gewisse Aktien nicht mehr weiterfallen. Die Facebook fällt weiter. Ja, also da ist schon ziemlich Verkaufsdruck drin. Es wird jetzt hier irgendwann mal eine Eindeckungskerze geben, die typischerweise, ich sage jetzt mal irgendwie so, ja, 40, 50 Punkte typischerweise kurz mal nach oben geht. Wenn, also was ich auch gerne mache, ist, wenn es schnell genug läuft, dann sieht das wie folgt aus. Dann sieht das so aus, dass der Markt halt hier so hoch spiked und dann relativ schnell wieder in sich zusammenklappt. Das sind hier dann vielleicht, ich sage jetzt mal, 30 Sekunden und in dieser Bewegung wieder runterwärts sich da Short reinzuklicken, da bin ich mit dabei. Ja. Das war jetzt hier so ein bisschen zu langsam, aber das wäre so die Idee, also dass das dann, es müsste über das Hoch in so einer Minute drüber gehen. Vielleicht, also es wäre so eine Kerze wie hier vorne, diese hier. Ja, so. Genau. So, jetzt sind wir hier gleich. Mal gucken, wenn wir hier schaut. Geht gar kein Zoom an. Für das Instrument gibt es nicht. Oh, jetzt steht schon wieder alles. So. Gucken, damit ich nur Skept drauf habe. Ja, also schon ganz schön starke Verkaufsorte. So, gab es jetzt. So, also man merkt jetzt hier unten in dem Bereich kommt so ein bisschen Stabilisierung rein. Oben fehlt es aber immer noch, dass wir hier mal so ein Hoch rausnehmen. So, jetzt gucken wir mal, was am Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze passiert. Ja, war jetzt nicht ganz so, die ersten Trades waren nicht ganz so gut. Jetzt sind wir sogar leicht im Minus. 57 waren jetzt drei Verlust-Trades.
Bei dem einen Trade war ich zu langsam, der lief auch innerhalb einer Minute. Kann man da nochmal anschalten. Ich meine, bei der Volatilität ist jetzt schon so, wenn man einen Treffer landet, dann ist das relativ schnell wieder weg. Ja. Also der Verlust meine ich jetzt. Aber man muss halt ja auch aufpassen, dass man halt nicht überrannt wird. Ja. Deswegen beim Nasdaq irgendwie versuchen, was auszusitzen, halt, das hat mir selten gut getan. Da muss man dann mal sehen, wo ich jetzt hier die Unterstützung komme. Also ich hätte jetzt schon eher gedacht, Rücksetzer durchaus, ja. Aber dass jetzt vom Beginn an jetzt so reingehauen wird, war jetzt halt jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Da war ich jetzt nicht aggressiv auf der Short-Seite genug. Man hätte es auch nicht gedacht, dass der Markt hier eine halbe Stunde so Vollgas gibt auf der Unterseite, so massiv. So, wir haben jetzt das Gap so ziemlich getroffen gehabt hier im Tief und haben ja auch relativ große Orders auf der 14.100. Mal gucken. Ob der Markt hier nochmal abprallt an dieser Marke. Ja. So, jetzt habe ich drei Kontrakte drin, Gap angetouched. Meistens kommt eine ganz gute Reaktion. Mal gucken, ob sie diesmal auch kommt. Also schön wäre es, wenn wir überhaupt das Hoch der 1-Minuten-Kerze rausnehmen und dann könnte die Eindeckungskerze kommen. Also das Hoch der 1-Minuten-Kerze muss man rausnehmen. Dann. Will leer nicht. Oh, nervst doch nicht. Also wirklich so arschknapp wieder.
Ach, schade. Ach, genau jetzt. Nein. Jetzt haben wir wieder den Sweep hier gesehen, genau am Tief nach dem Gap Close. Gut, jetzt muss ich es doch, jetzt, das ist er. Muss er halt das nochmal rausnehmen? Das ist das Ding gewesen hier. Na, jetzt rüber mit dir. Will er nicht. Da bin ich, also für die Volatilität bin ich fürs Webinar zu langsam. Ja, schade. Also es ist nicht geschafft, zu langsam halt im Sinne von der Reaktion. Ja, der Markt geht hier 25 Punkte in der Minute hoch. An dem Tief, ja, schade, der war zu knapp gewesen, jetzt der Stop. Jetzt warten wir mal die volle Stunde hier ab. Also die Reaktion hier war ganz gut, aber auch trotzdem nicht geschafft, das Hoch der letzten Minute rauszunehmen. Wenn das passiert, ja, dann gibt es meistens diese Eindeckungskerze, die jetzt noch nicht kam. Jetzt sind wir hier am vorbörslichen Tief gleich dran. Ja. Ja, wille doof. Aber jetzt bin ich auch in einem Bereich, wo ich jetzt noch zwei Trades hätte und dann wäre eigentlich schon auch, ja, in dieser Bewegung hier der Versuch des Rücksetzers handeln, müsste ich dann auch erstmal aufgeben und dann auch überlegen, okay, dann handelt man das später nochmal oder wartet halt eine Umkehrformation ab. Hier war es jetzt ja sozusagen das aggressive Trading, dass die Orders am Ende durch sind, was sie aber nicht sind. Ja, und jetzt mal sehen, was hier nach Ende der Stunde passiert. Ja. Also einmal nochmal doof ausgestoppt hier, genau mit Tief der neuen Kerze, denn die Retour von 25 Punkte, aber auch ja, am Ende klar jetzt nicht geschafft, den rauszunehmen, das Hoch dieser Minute. Und ja, das zeigt dann deutlich den Abwärtsdruck. Jetzt haben wir hier sogar die Kerze auf schwarz gedreht, also über dem Hoch. Jetzt warte ich den Close-up. Und die Kerze schließt relativ tief. Also hier die Stunde im Hintergrund. 5 Minuten Kerzen auch wieder, wenn man es so möchte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ja, die gesamte halbe Stunde seit Eröffnung nur nach unten. Ja, meine Wille unterschätzt. Vielleicht war ich auch von dem Morgen zu longlastig gewesen. Jetzt gucken wir mal, was mit neuer Stunde passiert. Ob die Verkaufsorders durch sind. Typischer, also oft ist es so, dass das endet. Nochmal hier oben am Widerstand, wenn der gebrochen werden sollte, werden wir es mal kurz probieren. Und jetzt gucken wir mal, ob die Eindeckungskerze hier stattfindet. Uah, das war einer zu viel. Zwei zu viel. So, die Minute muss jetzt so oben schließen, dann ist es okay. Wenn die unten schließt, dann wäre es nicht gut. Oder nicht?
Na gut, also mehr Trades würde ich jetzt auch nicht machen. War jetzt die Idee gewesen, dass der Markt jetzt hier beginnt mit der neuen Stunde über dem Hoch dieser Eindeckung beginnt und wir das Ende jetzt der Verkaufsorder hier gesehen haben. Ja, aber scheint doch noch nicht so zu sein. Also genau das entgegengesetzte Bild wie gestern. Naja. Und wenn man dann die entsprechenden Verlusttrades halt oder generiert hat, dann muss man halt sagen, gut, jetzt ist es halt so, die Chance jetzt hier mit Beginn der neuen Stunde sind durchaus gegeben, dass der Markt dann irgendwann mal eine Bodenbildung. Jetzt wäre es für mich so, ich würde ja in nächster Instanz dann durchaus abwarten, bis wir eine Bodenbildungsformation jetzt sehen würden und würde hier die direkte Eindeckung. Das, was ich eigentlich erwarte, was auch ja auch oft auch typisch ist, diese Eindeckungskerze mit zum Beispiel Beginn neuer Stunde, neuer halber Stunde, ja, man trifft sie, normalerweise treffe ich es eigentlich öfters, dass man oder braucht da nicht so viele Versuche. Die Kerze sieht dann eigentlich so aus, dass wir hier vielleicht kommt es ja auch noch, eigentlich sieht es so aus, wir haben dann meistens so drei, vier Kerzen, dann kommen ein paar Kerzen mit einem Docht, so, und dann vielleicht nochmal eine tiefere mit noch einem Docht dran und dann kommt oft, auf das habe ich jetzt drauf gesetzt, dann eine Kerze, die dann so aussieht, so, und die dann halt in einem Rutsch direkt alles hier, was hier an Stops drin ist, rausnimmt, und wenn ich die treffe, oder auf die habe ich hier abgezielt, aber die war hier in diesem Impuls jetzt hier nicht dabei. Und von daher, ja, muss ich jetzt sagen, da warte ich jetzt ab und trade dann auch erstmal nicht weiter. Ja. Genau. Ja, also von daher, dadurch, was ich jetzt auch nicht mache, ich wechsle hier jetzt, da ich jetzt ja die Ausstoppe hier auf der Short-Seite habe, ich wechsle jetzt nicht auf die Short-Seite. Das mache ich auch nicht, weil aus dem einfachen Grunde ich auch weiß, dass der Markt halt das ja wieder zurückholen kann. Also es ist für mich jetzt einfacher, auf der Long-Seite zu bleiben. Sieht jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch aus. Wenn aber der Markt jetzt zum Beispiel hier die Unterstützung eventuell auch nochmal hält. Also klar, natürlich doof wird es halt, wenn die Nasdaq jetzt komplett den gesamten gestrigen Anstieg rückabwickeln, also wenn das hier auch noch gebrochen wird und dann das noch weiter runter geht und der Markt halt schlussendlich den gesamten Tag das hier rückabwickelt, dann wäre ich natürlich mit den Longs halt komplett verkehrt gewickelt heute. Ja. Genau, also hier bin ich davon ausgegangen, wie gesagt, dass die Unterstützungsbereiche hier entsprechend halten. Das Gap, ja, eigentlich normalerweise am Gap Close eine schöne Reaktion. Weiß nicht, wie oft ich jetzt in letzter Zeit, nachdem der Markt das Gap erreicht hat, dagegen gehandelt habe. Also das heißt, Gap wird zugemacht und dann ab dafür ist eigentlich ein Klassiker. Und ja, heute hier im Webinar hat es nicht geklappt. Von daher ja, ein bisschen schade. Deswegen auch hier unten nochmal paar mehr Versuche, falls der Markt halt das nur kurz überschießt, aber wer sich den Nasdaq mal rückwärts anguckt, der wird sehen, wie oft das halt klappt, Gap Close und weg dafür. Genau, dann heute halt nicht. Und ja, wenn aber der Markt sich dann nach der Verkaufswelle doch erholt oder nur eine Korrektur macht, paar Punkte steigt, dann ist es halt immer noch mal möglich, dass man hier entsprechend auch ja, mit der Long-Seite dann nach vorne kommt. Ja. Und deswegen ist jetzt hier Geduld gefragt, wenn man auf der Long-Seite halt handelt, bis es durch ist. Bodenbildungsformation abwarten, Kaffee trinken und dann kann man halt später nochmal gucken. Also falls ich später nochmal einen Long-Trade mache, der eine oder andere ist ja auch in der Stereo-Trader-Gruppe dabei, dann werde ich das nochmal einstellen. Genau. Ja, ansonsten wäre ich mit meinem nicht erfolgreichen Trading heute soweit durch, glaube 300 € oder so verloren. Sogar 500. Ja. 297. So schnell kann es gehen. Ja. War jetzt nicht so gedacht.
Der letzte war halt monstermäßig. Da hat leider die Software gehangen und anstatt 4 hatte ich 6 drinne. Ja, und bei so einem Ausdauer hier von 30 Punkten mal 4, ja, macht dann halt pro, also bei 6 mal 2 sind $12 pro Punkt. Ja, und wenn dann der Markt hier, wie hier dann so 30 Punkte wegläuft, na, dann sind es $300. Genau. Naja, gehört dazu. Wie gesagt, jetzt komme ich so langsam in eine Range. Ich meine, bis minus 1000 Euro geht's und ja, ich habe in einem anderen Konto ähnlich viel plus. Also von daher ist es okay für heute, aber hier jetzt erstmal, ja, liege ich doch in der ganzen Ecke hinten. Ne? Genau. Ja. Gut, aber da seht ihr auch, so geht es auch mir manchmal, dass ich halt ja von der Richtung her doch nicht richtig liege. Die mit ein bisschen schnelleren Trading wäre vielleicht der ein oder andere plus minus null Trade zumindest möglich gewesen, aber da hätte ich noch viel aggressiver traden müssen im Exit. Ja, und ja, hier bin ich halt davon ausgegangen, dass der Markt halt noch mal ja, wenigstens dieses Hoch dieser 3, 4 Minuten Kerzen hier erwischt. Ja, da war ich zu langsam. Ganz klar. Genau. Ja, jetzt heißt es für mich halt einfach, jetzt heißt es halt warten. Also, wie gesagt, die Überlegung ist, so wie das jetzt hier runterprügelt, dass wir halt wirklich relativ viel hier rückabwickeln. Wer die Shortseite drinne hat, ja, der kann natürlich seinen Trade einfach durchmanagen. Ja, ich werde mich hier auf die Lauer legen und nochmal gucken, ob es hier irgendwo nochmal was gibt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Gut, ja. Dann an der Stelle wäre ich soweit erstmal durch. Für mich wäre es jetzt sowieso so, dass ich hier nicht nochmal jetzt einen Trade eingehen würde. Ja, ich müsste jetzt eh abwarten. Und von daher wäre ich ja für heute erstmal soweit durch mit dem Trading. Zumindest hier für FX Flat. Ja, sicherlich kein schönes Webinar für mich rein von der Profitseite, aber ja, gehört halt dazu. Genau. Ist jetzt auch kein großes Drama. Ja, aber halt natürlich schon nicht schön, weil man möchte natürlich auch in so einem Webinar gerne positiv performen. Ja, genau. Gut. Dann an der Stelle sage ich vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich gebe noch mal ganz kurz zurück zu FX Flit. Ich danke dir, Heiko. Ja, schade, dass heute nicht in die Richtung gegangen ist. Aber dennoch war es trotzdem ein tolles Webinar. Danke auch an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Die Teilnehmer schreiben ja auch schon. Danke fürs Webinar. Von daher, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Danke dir, Heiko. Und ich würde sagen, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle gesund, auf die Positionen aufpassen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.